Es wird schon wieder Zeit für eine weitere Runde von Minecraft Master Builders. Heute mit dem Thema Shrek. Das Thema war zwar right on time, so vom Timing her für die Anmoderation, aber Shrek als Thema, also ich weiß, dass er grün ist. Ich habe die Filme bestimmt auch mal vor Ewigkeit gesehen. Vor Ewigkeit gesehen habe ich die Filme. Ich habe die vor Ewigkeit mal gesehen, aber ich habe das so gar nicht mehr im Kopf. Und das ist ein bisschen doof jetzt. Und jetzt braucht er... Ich mache das jetzt tatsächlich recht akkurat. Ich meine mich zu erinnern, dass Shrek hier so ein weißes Dingens anhatte. So von seinem Body her. Oder? Ja, der hatte so ein weißes Ding an. Das war sein Style. Ich kann nichts dafür, wenn das sein Style war. Es war sein Style und dem Style, dem soll er auch weiter gerecht werden dürfen. Deswegen mache ich das genauso, wie er eben rumläuft als Shrek. Sieht aus wie ein Hase. Es sieht einfach aus wie ein Hase. Oh Mann, das ist so gar nicht... das ist ein bisschen... Aber Shrek is love, Shrek is life. Ich muss darauf vertrauen, dass die Leute erkennen, wie ich Shrek gemeint habe. Und mich dafür lieben. Dass ich mir so viel Mühe gebe. Er hat noch keine Arme. Oh Gott, der gute Mann hat noch keine Arme. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen doof. Dass ich mich nicht mal um Arme gekümmert habe. Aber ein geiler Boy. So, noch schnell change grounds. Das ist wirklich schlecht geworden. Das ist mal wirklich nicht so gut geworden. Das ist... Aber Shrek is love. Shrek is life. Gut, wenn ich mir das hier so anschaue. Das sieht ein bisschen komisch aus. So ein bisschen wie so eine Chicken-Pose. Aber trotz allem... Naja, jetzt auch nicht wirklich wie Shrek, aber zumindest epischer als meiner. Das ist aber auch ein toughes Thema. Das ist wirklich ein toughes Thema. Was steht hier denn drauf? Das kann ich immer nicht lesen, weil die Leute, I don't know much about Shrek. Ja, da würde ich auch sagen, naja, obwohl hier erkenne ich nicht so gut Gesichtszüge. Und da Shrek ja eigentlich weniger so ein Wesen ohne Strukturen ist und sonst was, sondern eher so ein süßer, derpy Cartoon-Charakter. Hey Leute! Es sieht aus wie ein Alien, aber zumindest, also die Kleidung ist halbwegs, es sieht so aus, als, ich rede einfach nicht mehr drüber, wir lassen das so stehen. Ist schon mal kein Fail gewesen, das Ding ist nicht explodiert, das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber okay, da haben alle jetzt nicht irgendwie mega, it's impossible, ja genau. Impossible! Ja. Ist das an Angry Birds Pick? Ja, Tatsache, das sieht eher aus wie... Ein Schwein von Angry Birds. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die Partikel hätte ich tatsächlich weggelassen, weil das so aussieht, als würde er durchgehend irgendwelche Flüssigkeiten ausschütten. Aber da gebe ich mal ein Gut, weil... Oder Dragon Ball. Sieht auch so ein bisschen aus wie... Ne? Sieht ein bisschen aus wie ein Dragon Ball Charakter. Aber ich finde irgendwie, aus irgendeinem Grund hat mich das bisher am meisten an Shrek erinnert. Der ist sehr, sehr breit und sieht so ein bisschen aus, als möchte er gleich so eine krasse Roboterpose auspacken und macht den Robot Dance. Habe ich leider nicht mehr schnell genug aufs Voting drücken können. Klingt immer so ein bisschen, als würde ich mich rausreden, wenn ich das mache, aber tatsächlich bin ich mir da noch unsicher, was ich geben soll. Ich hätte ein It's Okay gegeben am Ende. Get out of my... Ist das irgendwie eine Hommage? Ich verstehe, da vote ich nicht. Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist das irgendwie ein Filmzitat, das ich nicht mehr im Kopf habe. Get out of my garden oder of my house? Vielleicht sagt das Shrek mal. Ich habe keine Pläne. Dem fehlt eine Hose, das finde ich ein bisschen anzüglich. Meh. Ist irgendwie einfach nur ein grünes Männchen mit weißem Kram. Tatsächlich stand unter der letzten Runde von Master Builders, die ich hochgeladen habe, beziehungsweise die letzten zwei Runden sind ja immer zwei Runden in einem Video. Das ist aber auch nicht schlecht. Hier fehlt es auch ein bisschen an Kleidung, aber da gebe ich auch mal ein Gut. Da stand drunter, dass ich zu kritisch wäre, dass ich allgemein etwas zu krass bewerte. Und da kann ich nur sagen, Leute, das werde ich nicht ändern. Ich bin knallharter Kunstkritiker. Ich versuche hier wirklich
Kunst hochzuhalten in Master Builders. Und deswegen bin ich jemand, der da wirklich ganz knallhart agiert, einfach damit die Leute verstehen, was in der Welt so vor sich geht in der Kunst. Und vor allem bei Shrek. Shrek is love. Shrek is life. Zweiter Platz. Krass. Sehr, sehr schön. Zweiter Platz. Damit kann ich doch was anfangen. Ich denke, hier habe ich auch, habe ich da ein Gut gegeben? Oder ein It's okay? Also zumindest ein It's okay. Aber damit kann ich leben. Zweiter Platz ist vollkommen in Ordnung. Jetzt können wir hier eigentlich direkt in der Lobby warten, wenn dann nämlich gleich zwei Spieler wieder oben drauf kommen. Oder mache ich einen kurzen Schnitt? Ich denke, ich mache einen kurzen Schnitt. Dann habt ihr nicht so lange Wartezeit. Bis gleich. Runde Nummer 2. Das wird krass. Camping. Camping. Camping, 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 Camping. Ich meine mich zu erinnern, dass ich sogar über das Thema Camping Master Builders so ein bisschen kennengelernt habe, als ich den Modus hier bei Rotpilz das erste Mal so richtig gesehen habe. Ich habe ihn vielleicht auch vorher schon mal irgendwo entdeckt, den gibt es ja schon so ein bisschen länger, aber hat ja jetzt erst so ein bisschen seinen kleinen Hype erfahren. Und ja. Ich werde einen kleinen Wohnwagen bauen, Leute. Einen kleinen Sweden Wohnwagen of Life. Und da werden dann noch Leute ein bisschen drin rumchillen können. Ich vielleicht noch ein Eichen setzen. Ich mache mir jetzt richtig Mühe erstmal mit dem Wald. So, und dann machen wir hier noch ein kleines Zelt hin. Ein sehr, sehr kleines Zelt tatsächlich. Aber zumindest ist es ein Zelt. Das ist wirklich ein sehr... Das sind eher so, sagen wir mal, das sind Schlafsäcke, Leute. Und ich muss unbedingt noch Nacht machen. Erinnert mich daran, unbedingt noch Nacht zu machen. Ich meine, ihr könnt mich nicht dran erinnern, aber... Das sollte unbedingt noch erledigt werden. Oh, nur noch 16 Sekunden. Jetzt muss ich schleunigst Nacht einstellen. Wo haben wir das denn? Time of day? 3 a.m.? So, und schleunigst noch hier die ein oder andere Fackel hinsetzen. Okay, das sieht nicht gut aus mit den Fackeln. Eine Fackel ist okay. Ja, hätte man noch irgendwie ein bisschen umgestalten können, noch ein bisschen mehr Objekte hin, ein bisschen mehr Gras vielleicht oder so, aber für die Zeit bin ich damit zufrieden. Da gebe ich auch mal ein It's okay. Fehlt mir leider so ein bisschen die Gestaltung drumherum. Camping ist so ein Thema, wo die Objekte an sich, also ein Zelt oder so ein paar Bänke oder dies und das nebendran, nicht ausreichen. Da möchte ich schon so ein bisschen Atmosphäre drumherum. Das ist eine schöne Idee hier irgendwie mit gegrilltem Fisch. Zelte, finde ich, sind auch cool geworden. Meine Zelte sind natürlich sehr, sehr beschissen. Da gebe ich ein Gut. Also da finde ich, da muss dann einfach mehr die Atmosphäre stimmen, weil das ist so ein Thema an sich, da reicht, also einfach nur ein Zelt zu bauen, ist einfach viel zu wenig, weil es auch viel zu unvisuell aussieht. Ja, hoffentlich finden das die Leute ganz okay. Ach, ich finde das immer scheiße, wenn ich hier immer so scheiße liegen lasse. Da muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten. Aber wenn man dann eben in der Hektik so ein bisschen rumbaut, die Fackeln verzeih ich mir jetzt mal, die passen nicht so gut ins Bild rein, aber ich wollte eben, dass ein bisschen mehr ausgeleuchtet ist als nur diese kleine Fackel. Bin ich zufrieden mit, bin ich zufrieden mit. Geile Idee mit dem Baumhaus, auch wenn ich nicht weiß, wer so campen geht. Was ist das hier oben genau? Irgendwie so ein Turm. Das ist okay. Ich denke, dass hier so ein richtiges Camp umgesetzt werden wollte. Oh, das wäre auch eine coole Idee gewesen. So ein amerikanisches Camp zu machen. Wisst ihr, mit zu Holzhütten? Da gibt es eine ganz coole Netflix-Serie, die auf... da gebe ich ein Gut, mir gefällt der Teich. Da gibt es eine ganz coole Netflix-Serie, die auf Red Hot American Summer oder so, die basiert eigentlich auf einem Film, der schon etwas älter ist und ist so ganz skurrile, auf peinlich gemachte Comedy, so ein bisschen Fremdscham, sehr skurril. Das ist so eher so meh. Und da kann man eben auch so dieses typische amerikanische Camping sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es typisch amerikanisch ist, gibt es bestimmt auch irgendwo anders. Und das sind ja dann eben immer so Holzblockhütten. Also so richtige Holzhütten, wo dann so ein kleines Miniaturdorf gebaut wurde, wo dann, was dann zum Beispiel heißt wie Camp Firewood oder so. Drei teilen sich ein Bett. Okay, das ist ein bisschen heftig. Das ist okay. Ah! Schnell noch ein Okay gegeben. Ich mag es einfach, wenn es Nacht ist. Das muss man schon nutzen, diese Option. Und jedenfalls, das wäre fast noch cooler gewesen, als nur den Wohnwagen als eigene Idee mit einzubauen. Weil viele haben hier ja einfach nur Zelte. Das ist schon alles ziemlich gleich.
so an sich tatsächlich. Da bin ich froh, dass ich den Wohnwagen noch mit dran hatte. Und da werde ich dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir irgendwann das Thema Camping wieder haben sollten, das Holzhütten-Thema aufgreifen, weil das hat hier wirklich niemand gemacht. Das ist eher so meh. Hat wirklich fast jeder die gleiche Idee verwurstet. Aber es kommt dann eben wirklich auch auf die Details an. Bisschen die Uhrzeit verändern, bisschen schön mit der Beleuchtung. Das ist sogar voll. Das ist eine coole Idee, hier mit den kleinen Holzdingern reingelegt. Aber der Rest sieht eben eher nicht so geil aus. Also nicht dicht genug und ein bisschen zu unplatziert. Ihr seht schon, Kritik, Kritik, Kritik auf hohem Niveau. Ja, Prost. Verjacke, Demi, Jean, Purdeux. Ich würde sagen, das ist ein okay. Ich habe hier hinter mir, das seht ihr nur nicht, einige Kunstkritiker sitzen, die heute mit dabei sind und ausführlich, jetzt ist erst Nacht geworden, das ist natürlich schade, natürlich ausführlich besprechen, was so abgeht. Grantham Stone hat gewonnen. Ja, das kann ich aus dem Grund nachvollziehen, weil das ja echt eine ganz coole Idee gewesen ist mit dem Grill, wo eben diese Fische mit drauf sind, was natürlich auch nochmal ein bisschen Aufwand bedeutet. Ich hätte möglicherweise meinem grandiosen Wohnwagen ein... Also das hätte ich einfach, weil niemand hat einen Wohnwagen. Wollte ich nur anmerken. Niemand hatte einen Wohnwagen. Niemand.